guten Abend zusammen. Mein Name ist Fabian Mittloff. Ich habe heute Abend versucht, vielen von Ihnen die Hand zu geben. Habe ich nicht bei allen geschafft, aber ich finde es klasse, wie voll der Saal heute ist. Und denjenigen, die ich mir jetzt den Rücken zudrehe, da kommen wir aber gleich mal dazu, dass ich mich mal ein bisschen drehe. Ja, mein Name ist Fabian Mittloff. Ich bin hier in Berg Neustadt in Wiedenest aufgewachsen. Bin hier am Wildenweber-Gymnasium zur Schule gegangen. Bin hier der Verwaltungsfachmann in der Runde. Habe bei der Stadt Gummersbach eine Ausbildung mit juristischem Schwerpunkt absolviert. Bin dann anschließend zu einer Behörde des Bundesgesundheitsministeriums nach Köln gewechselt, war dort 5 Jahre lang stellvertretender Sachgebietsleiter und habe mich mit den Bereichen Recht, Personal und Organisation beschäftigt. In der Zeit habe ich auch berufsbegleitend 2 Mal studiert, einmal Betriebswirtschaftslehre, bin Diplom-Betriebswirt und habe meinen Master of Public Administration an der Universität Kassel gemacht. Ja, seit fast 6 Jahren bin ich jetzt beim Bundesrechnungshof und jetzt möchte ich meine Verwaltungserfahrung, meine Kenntnisse für meine Heimatstadt hier in Berg Neustadt einsetzen. Als Betriebswirt ist es natürlich für mich relativ einfach, Sie jetzt durch die ganzen Zahlen zu führen, aber ich denke, das wird Sie heute Abend ein bisschen langweilen. Ich will es ein bisschen plastischer machen. Sie alle wissen, Berg Neustadt hat einen Schuldenberg von 90 Millionen Euro und die Grundsteuer B. Viele von Ihnen sind Mieter oder die meisten von Ihnen haben Eigentum hier in Berg Neustadt. Die steigt an und da ist es einfach im Moment, wenn man sich das mal anguckt, 5 vor 12. Weil das wird in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen müssen, weil das Stärkungspaket, unsere Landesregierung, gibt mit dem Stärkungspakt einfach einen Rahmen vor und da kommen wir nicht dran vorbei. Wie möchte ich das Ganze jetzt angehen? Wie bei einer Uhr, um das jetzt zurückzustellen. Der Holger hilft mir mal sicherlich, hält ihn mal ganz kurz. 5 vor 12, um das jetzt zurückzustellen, müssen wir jetzt kurz gucken. Muss ich ganz schön lange drehen, wenn ich das wieder habe. Da muss das kleine Rädchen in das nächstgrößere greifen, in das wieder größere, bis ich das geschafft habe. Wie mache ich das? Erstmal ist natürlich ganz klar, gucke ich mir die Ausgabenseite an. Bei den Ausgaben ist es relativ schwierig, weil viele Ausgaben sind vorherbestimmt, wie der Baum schon sagte. Die Kreisumlage mit knapp 16 Millionen Euro ist schon mal weg. Dann haben wir unsere Zinsaufwendung, 3 Millionen, auch schon mal weg. Dann Personalkosten, Sie alle wissen, Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst, das sind Beschäftigungsverhältnisse auf Lebenszeit oder unkündbar, die 7 Millionen kann ich auch schon mal nicht sparen. Wer sich den Haushaltsplan angeguckt hat, ich bin einer der Kandidaten, der den immer dabei hat, sieht einfach, dass wir da auch schon bei den pflichtigen Aufgaben, wie Feuerwehr, wie Schule, einfach auf, da können wir nicht dran sparen. Und bei den freiwilligen Ausgaben, wer sich den mal durchgeguckt hat, ist eine trockene Lektüre, aber trotzdem interessant, da können wir auch nicht mehr viel machen. Da sind wir eigentlich schon auf verträgliche Mindestmaß runter. Was wir aber machen können, ist mit einer guten Verwaltungsorganisation sparen. Und dafür bin ich der Richtige, weil ich arbeite seit über 14 Jahren in der öffentlichen Verwaltung und wenn wir eine gute Verwaltungsorganisation haben, mit schlanken Abläufen, mit guten Prozessen, bekommen wir wieder Stellenanteile frei und können die für andere wichtigere Themen wie die Wirtschaftsförderung einsetzen. Aber das möchte ich auch ganz klar nicht auf den Rücken der Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, die hier auch zahlreich erschienen sind, austragen, sondern gemeinsam mit Ihnen, weil die Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung, die wissen, was man besser machen könnte oder wo man optimieren könnte oder wo man dran sparen könnte. Das ist aber nicht die einzige Idee, die ich dazu habe. Was auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit nutzen. Warum können wir nicht mit anderen Kommunen, Stadtverwaltung im Bereich der Gebäudewirtschaft oder im Bereich des Beschaffungswesens zusammenarbeiten? Einfach ein plastisches Beispiel, wenn Sie heute alleine Heizöl bestellen, bei 3.000-4.000 Litern zahlen Sie einen anderen Preis, als wenn Sie sich mit mehreren Nachbarn zusammentun und dann mal 100.000 Liter abnehmen. Warum können wir das nicht? Darüber hinaus brauche ich auch keinen Beigeordneten, weil ich Verwaltung kann als Bürgermeister. Wir haben derzeit keinen, ich brauche auch, und das ist auch ein Versprechen, was ich ganz klar abgebe, ich brauche auch zukünftig keinen, weil die 50.000 bis 70.000 Euro Personalkosten im Jahr, die können es mit mir sparen. Darüber hinaus ist mir auch bewusst, als Bürgermeister muss ich viele Ausgaben, Vorhaben zukünftig mit der Bezirksregierung abstimmen. Ich habe neulich mal so plastisch gehört, naja, eigentlich müsste ich ja jeden Kugelschreiber mit der Bezirksregierung abstimmen. Und da sitzen wiederum Verwaltungsleute wie ich, die sich auskennen mit dem Ganzen. Und
wenn jemand noch was rausholen kann, dann denke ich gerade als Verwaltungsfachmann, weil da kann ich einfach mit Durchsetzungsvermögen, mit Verhandlungsgeschick auf Augenhöhe noch etwas für Berg-Neustadt rausholen. Kommen wir jetzt zu den Einnahmen. Wenn man sich die Einnahmen mal anguckt, dann haben wir so plus minus 5 Millionen Euro Gewerbesteuer. Läuft es gut, ist es mehr. Läuft schlecht, ist es mal weniger. An dieser Einkommens- oder Ertragsseite müssen wir wieder was tun. Erstmal ist es mir ganz wichtig, dass wir die ortsansässigen Unternehmen hier vor Ort weiterhin halten. Ich habe bereits viele Unternehmen vor Ort besucht und möchte das auch weiterhin machen, weil wenn man sich beispielsweise jetzt am Wochenende anguckt, Bohle hat uns vor einigen Jahren verlassen, die haben dieses Jahr einen Umsatz von 150 Millionen Euro gehabt. Wenn man das mal in die Gewerbesteuereinnahmen umrechnet, dann wird einem schlecht. Deshalb ist es ganz wichtig, jeden Unternehmer, jeden Einzelhändler, jeden Handwerker hier vor Ort zu halten. Darüber hinaus muss man natürlich dann auch mehr Gewerbe anziehen. Wir haben den Lingesten, den müssen wir aktiv vermarkten. Denn mehr Gewerbe bedeutet wieder mehr Gewerbesteuereinnahmen, mehr Arbeitsplätze. Dann bekommen wir auch einen höheren Anteil an der Einkommensteuer. Und mit neuen Berg-Neustädtern, die sich hier ansiedeln, kriegen wir auch wieder mehr Grundsteuer-B-Einnahmen. Auf der Einnahmenseite muss man natürlich auch mal überlegen, es gibt eine Vielzahl von Förderprogrammen, sei von der EU, vom Bund, vom Land, von der KfW-Bank, ob wir da nicht auch drankommen einfach, dass wir halt die Sachen, die wir möglich machen können, auch mit Förderprogrammen, beispielsweise mit dem Kreis, dass wir uns wieder ein bisschen was von der Kreisumlage zurückholen, einfach möglich machen. Das wird natürlich jetzt auf die nächsten 6 Jahre, werden das einfach viele, viele kleine Schritte sein. Es wird auch immer ein bisschen ein Drahtseilakt sein, aber ich denke, viele kleine Schritte ergeben auch einen großen Schritt und naja, vielleicht ein Abschlussstatement noch, wenn Sie einen Dachdecker oder wenn das Dach undicht ist, dann rufen Sie einen Dachdecker. Und wenn Sie am offenen Herzen operiert werden müssen und die Finanzen sind nun mal das Herz einer Stadtverwaltung, weil ohne Geld, ohne Muss nichts los, dann rufen Sie auch keinen Klempner, dann rufen Sie auch einen Herzspezialisten. Und dieser Spezialist, denke ich, ich bin Verwaltungsfachmann, der bin ich. Und ich hoffe, dass ich in 6 Jahren wieder hier stehen kann und Ihnen dann die Uhr zeigen kann, die dann nicht auf kurz vor 9 steht, sondern vielleicht wieder auf 6, auf eine erträgliche Uhrzeit. Dankeschön erstmal.